begrüße euch. Guten Tag, oder was geht? Hier ist wieder Tobi. Wir sind zurück in der FIFA 19 Karriere mit dem SV Werder Bremen. Holen wir das Maximum raus? Eigentlich müssen wir, denn wir haben Alan San Maximo. Eine Überraschung für alle, die die Transferfolge nicht gesehen haben. Und ich habe das gerade im Community-Tab schon mal eben geschrieben. Es ist in dieser Transferphase tatsächlich alles passiert, außer das, was ich geplant hatte. Das ist furchtbar, aber okay, wir nehmen das hin. Wir haben Thilo Kehrer noch auf dem Zettel. Gebt mir den noch und ich bin tatsächlich zufrieden. Dann bin ich wirklich zufrieden. Gebt mir den Thilo. Gebt mir den Thilo. Alright. Wir gehen jetzt aber ins Spiel, oh, wir speichern erstmal, ne? Wir gehen dann jetzt mal ins Spiel gegen den VfB Stuttgart, starten unsere Rückrunde und bringen die Transferphase heute noch zu Ende. Wer nur daran interessiert ist, wie das mit der Transferphase läuft, spult vor. Wer mich nicht schreien will, schreien hören will, spult vor. Wer Bock auf das Auswärtsspiel gegen Stuttgart hat, dranbleiben. Und dann schauen wir mal, wie Bremen in die Rückrunde startet. Also, man war ja durchaus mit ein paar Problemchen konfrontiert an der Weser. Da bietet Real Madrid 40 Millionen für Barco und kauft ihn aus seinem Vertrag raus. Mach das doch nicht mit mir. Mach das doch einfach nicht mit mir. Schlimm ist es. Schlimm. Dann schauen wir einfach mal, wie sich unser Neuer macht. Alan San Maximo. Französisch kann ich nicht. Deswegen muss ich mich da auch echt zurückhalten. Auch in der Schule mich immer konsequent gegen Französisch entschieden, war nie meins. Aber machen wir das Beste mal draus. Gehen wir es an. Mercedes-Benz Arena. So, und hier sehen wir dann auch den neuen Mann, der also Ezequiel Barco ersetzen soll. Florian Kainz ist unser Backup. Milot Rashica muss es auf dem rechten Flügel regeln. Ganz vorne haben wir jetzt mit Sargent natürlich wieder jemanden im Kader, der jetzt von der Leihe zurückgekehrt ist, der uns viel weiterhelfen kann. Aufstellung der Stuttgarter. Ja, mit Götze, mit Simeone, mit Loren. Also da ist Feuer drin. Ja, aber hinten, das ist natürlich auch quasi eine Sechser-Verteidigung, wenn man so möchte. Oder wenn Stuttgart das so möchte. Wir schauen drauf, was die Bremer heute leisten können. Mit Pavlenka am Kasten davor. Augustinsson, Konaté, Veljkovic, Retzos, Eggestein, Jobbermann und Klaasen im Mittelfeld und ganz vorne. Ja, der bisher einzige Neuzugang bei Werder, Alan San Maximo. Silva in der Spitze, Rashica ganz rechts. Und dann ist die Frage, wie sieht es aus, wenn ich mich an das Debüt von Barco erinnere? Was war da nochmal? Was war da nochmal mit Toren? Und war es nicht sogar gegen den VfB Stuttgart? Naja, wir gehen mal rein in die Partie. Stuttgart in Weiß von links nach rechts. Die Bremer, sie hatten in der Winterpause einiges zu kämpfen. Und Pavlenka hat nach ein paar Sekunden hier auch direkt einiges zu halten. Viele Dinge sind passiert, die so nicht geplant waren bei Grün-Weiß. Deswegen, ja, das Werder-Konstrukt vielleicht ein Stück weit durchgeschüttelt, aber man hat sich in dieser Saison schon oft bewiesen. Und auch die Umstände, so wider sie sein mögen, in dieser Saison ist Bremen bisher mit allen Problemen fertig geworden. Erster Abschluss auch von Werder. Ezequiel Barco fehlt.
auf den Flügeln trotzdem. André Silva, mit ihm ist natürlich eine ganz große Sturmkraft geblieben. Trotzdem schmerzt der Verlust. Veljkovic verteidigt das super gegen Simeone. Also, bisher wäre er mit allen Problemen fertig geworden. Eigentlich sollte auf der Linksverteidigerposition was gemacht werden. Dem war letzten Endes nicht so. Thilo Kehrer steht noch auf dem Zettel. Und damit würde man auf jeden Fall einen großen Zugewinn verzeichnen. Schauen wir mal, wie die Bremer das jetzt hier ausspielen. Ja, nicht gut. Nicht gut. Winterpause war relativ lang. Oh, und da ist die Chance. Saint-Maximin! Super Parade von Zieler und es ist trotzdem das 1:0 für Werder. Trotzdem das 1:0 für Werder Bremen. Milot Rashica staubt ab. Aber was wäre das für ein Einstand für unseren neuen Transfer gewesen? Stuttgart macht da drüben komplett die Seite auf. Riesenloch. Monsterparade von Zieler. Aber wie Rashica da natürlich zur Stelle ist, da ist erstmal kein Gras gegen gewachsen. Rossellon kann da nicht viel mehr verhindern. Da war Rashica längst ausgerissen. Werder führt nach 14 Minuten mit 1:0 in Stuttgart. Und das nehmen wir gerne mit. Das nehmen wir sehr gern mit. Und da hat Saint-Maximin direkt seine erste Torbeteiligung. Oh, super mit nach hinten gearbeitet. Das war stark. So, jetzt will Bremen den Ball erstmal rausklären. Maximilian Eggestein, für ihn ja auch ein Transferangebot von über 30 Millionen von Manchester United gekommen. Rashica, oh, das macht er stark. Die Flanke, ja, die ist aber eher ins Wasser gefallen. So, Textmann, das guckt er sich an und denkt sich, ja, so haben wir uns das vorgestellt. Milot Rashica, er eigentlich genauso unverzichtbar wie Barco gewesen. Wobei, wir haben ja tatsächlich eher auf der linken Seite variiert und mal keins gebracht. Anstatt auf der rechten. Deswegen Rashica vielleicht noch ein Stück weit unverzichtbarer, als es bei Barco der Fall war. Klasen, Eggestein. Oh, und dann Castro in letzter Sekunde noch dazwischen gegangen. Gab ja auch vor der Winterpause nochmal ja, eine Art Tiefschlag oder vielleicht auch ganz einfach einen Reality-Check zum richtigen Zeitpunkt. Einfach mal eine Niederlage gegen Bayer Leverkusen, die uns auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Bremen ist schlagbar. Wir spielen eine Saison über unserem Niveau. Das muss uns wirklich bewusst sein. Aber bisher machen wir einfach wirklich das Allerbeste draus. Mit großem Vorsprung auf die Bayern. Tabellenerster, Champions League. Fast nicht mehr zu verspielen eigentlich. So, Saint-Maximin. Ja, den Ball verliert er ein bisschen leichtsinnig. So, aber da ist jetzt ein Raum, den die Bremer doch bespielen können. So, da ist der Neuzugang. Und das zeigt er, dass er technisch da einiges drauf hat. Der Schuss wird dann geblockt. Also ist ein munterer Einstand des Franzosen. David Klaasen mal mit der Schuss. Mit dem Schussversuch, aber der geht über den Kasten von Zieler. Ah, die goldenen Stollen sind natürlich auch was Feines. Baumgartel noch dran, deswegen gibt es den Eckstoß. Getreten von Milot Rashica.
Auch der Einwurf wird von ihm ausgeführt. Und dann aber der Ballverlust. Stuttgart unauffällig nach vorne. Guter Ballgewinn von Konaté da drüben. Rashica macht das auch richtig stark auf dem Flügel, aber dann, ja, Jibama, rechter Flügel ist jetzt nicht seine Sahneposition. Da war er gerade ein bisschen auf verlorenem Posten, aber trotzdem, bei Werder steht ein, wie ich finde, bisher stabiles Gesamtkonstrukt auf dem Platz. Lassen nicht viel zu nach hinten. Die Flanke Augustinsson. Bei ihm ist ja auch nicht so, weil natürlich viele gesagt haben, mach was auf dem linken Flügel, dass er jetzt gänzlich irgendwie in Frage gestellt wird. Aber wir brauchen auf der Position dann doch einfach am ehesten auch mal noch ein Backup. Weil an Außenverteidigern sieht es generell eher rar aus. Ob das verteidigt Werder, klasse weg. Ja, die Schusschance, aber das war unnötig, dass der zweite Ball den Bremer dann nochmal um die Ohren geflogen ist. Pavlenka, ja, den muss er weiter rausschlagen. Genauso sieht es nämlich aus. Erster Eckstoß der Gastgeber. Konaté ist aber zur Stelle. Saint-Maximin macht das super. Trotzdem kriegt Bremen den Ball jetzt gerade nicht wirklich hinten raus. Konaté, nee, kann ihn nicht wegspitzeln. Ball geht nicht ins Netz, sondern nur die Davi. Oh, starke Weiterleitung von Davy Klaasen. Das ist Milot Rashica. Der bringt den Ball nicht mehr in die Mitte. Da hat er zu lang gewartet. Textmann sagt auch, ah, muss mehr draus werden. Da muss auch mehr draus werden. Mario Götze sehen wir hier nochmal mit seinem Abschluss. Und Gigi Pavlenka mit der Parade. Ball zu zentral. Nochmal Rashica mit der Ecke. Miloš Veljković, aber den bekommt der nicht mit genügend Druck aufs Tor. Deswegen segelt er auch übers Dach von Zieler. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass es eine verdiente Führung bis hierhin ist. Werder macht das nicht verkehrt. Trotzdem, ein Tor, immer dünnes Eis, das sage ich ganz oft. Deswegen wollen wir mal nicht abheben. Okay. Wir machen damit aber mal so weiter. So, Nathan ist gepudert. Ein bisschen Flüssigkeit tanken. Und dann können wir es doch angehen, oder? Zweite Halbzeit. Und bitte. Also, der Treffer von Rashica macht hier bisher den Unterschied. Werder Bremen führt mit 1:0. Der Norden führt im Süden. Und das geht soweit in Ordnung. Wie kommt Werder in die zweite Hälfte rein? Stuttgart wird irgendwann den Druck erhöhen müssen, das ist klar. Und in den Phasen kann dann natürlich so ein Spieler wie Saint-Maximin sehr wichtig werden. Zum Beispiel auch schon hier, der hat einen unfassbaren Zahn drauf. Die Flanke hinten ist Milot Rashica. Und das ist natürlich auch ein Duo, die können sich finden. Nicht, dass sie beste Freunde werden und der Silva sich da ein bisschen zurücknehmen muss, wenn Saint-Maximin und Rashica als Duo agieren. Silva. André Silva! Was ein Tor! Was ein Tor! André Miguel Valente da Silva. Ich rede gerade noch davon, dass Rashica und Saint-Maximin das hier unter sich ausmachen. Und dann kriegt der Silva den Ball. Eine Annahme mit einem Kontakt. Und der Abschluss ist Bombe.
Der Abschluss ist Bombe. Vielleicht muss es in so einem Spiel auch einfach so laufen. André Silva, 20. Bundesliga-Tor. Also pervers, oder? Das ist doch auch pervers. 14. und 51. Kann man machen. Zu Beginn der ersten, zu Beginn der zweiten Halbzeit macht Werder Bremen 2 Tore und führt deswegen mit 2:0 gegen den VfB Stuttgart. Gucken wir erstmal, was hier noch passiert. Veljkovic, lässt er das mit sich machen? Ja, lässt er, aber der Abschluss ist dann ganz einfach nicht gut genug von Askasibar. Zum Tor von André Silva nochmal. Also wirklich, Schusstechnik, wie die eigentlich nicht besser sein könnte. Eine Annahme, ein Kontakt. Und dann halt wirklich ein so mordsmäßig platzierter Abschluss. Also im US-Militär suchen die wahrscheinlich solche Scharfschützen. Silva, steht bei Werder in der Sturmspitze und da wird er auch bleiben. Veljkovic, eieieiei. Der muss ein bisschen Ruhe reinbekommen. Oder Tempo. Mit dem Neuzugang. Und hinten Davy Klaassen. Also er macht es gut, der Franzose, auf dem Flügel bei Werder. Das muss man sagen. Dani Olmo kommt rein für Mario Götze. Aber Saint-Maximin, ich finde, mit seinen Flanken, die er beiträgt, mit seinem Tempo, seinen Abschluss vorhin, der hätte auch schon reingehen können, wenn Zieler nicht so auf der Höhe gewesen wäre. Deswegen... Das ist voll okay. Was können wir noch machen gerade? Gebre Selassie wird zu Eintracht Frankfurt wechseln. Das wollen wir auch mal nicht ganz vergessen. Komm, ihn lassen wir für Retzos spielen. Doppelwechsel bei Werder. So, und Sargent kann jetzt auch noch mal ein bisschen... Schauen, wie sich das anfühlt, wieder in Bremen. War ja ausgeliehen. André Silva ist uns hoffentlich nicht böse, dass er jetzt gerade geht. Hat sein Tor gemacht, ein gutes Spiel soweit. Und jetzt haben wir ganz einfach auf 25 Minuten vor Schluss eine relativ komfortable Situation. Und warum da nicht Josh Sargent die Chance geben? So, jetzt spielt Werder das ein bisschen handballmäßig. Eggestein zwingt Zieler zu einer weiteren guten Parade. Ja. Muss er fliegen? Sargent. Was kann er... der Bremer Offensive noch mitgeben. Er ist ja auch jemand, bei dem man sagt, der kann auch Rashica Backup sein. Er hat das Tempo, er hat Physis. Also die Anlagen hat er. Passt in Richtung Rashica. Er geht zu Boden und den Freistoß, ja, kann man auch geben, finde ich. Rasselon stellt sich nicht geschickt an im Zweikampf. Hinter dem Schiedsrichter, da steht doch jemand. Da steht doch jemand, nämlich ein Eggestein. Und da ist ein Klaassen. Oh, schade. So, aber auch noch weniger als 20 Minuten jetzt vor dem Ende bleibe ich dabei. Bremen mit einer stabilen Vorstellung. Defensiv wenig anfällig. Offensiv mit genau diesen Tempo-Gegenstößen, die es ja bei Textmann häufig gibt. Pavard verdribbelt sich
Wird doch direkt dafür ausgewechselt. Das ist die Quittung. Nee, mit dem Dribbling wird nichts zu tun gehabt haben. Maffeo kommt rein für ihn. Eggestein. Boah. Wie er den Pass trotzdem noch spielt. Auch wenn er jetzt nicht ankam. Aber wie er unter so einer Bedrängnis immer noch in der Lage ist, sich dann so rauszulösen. Ich finde es beachtlich. Also die 30 Millionen von United, die sind jetzt nicht aus der englischen Spaßluft gegriffen, sondern da steckt wirklich auch ein bisschen was dahinter. Ja, hinter dem Schuss war auch zu viel, nämlich Rückenlage, deswegen geht er drüber. Super Chance zum Anschlusstreffer, aber Stuttgart einfach offensiv zu ungefährlich, nicht zwingend genug. Kibre Selassie. Da ist Rashica. Ganz hinten wartet der Bremer Neuzugang. Schade. Das wäre eine weitere Co-Produktion gewesen. Oh, ist der gut. Ist der gut, sagen sie sich in Bremen. Jebama, Eggestein. Maximus, Sargent, Klaassen. Und die Bremer können sich die Stuttgarter da echt zurück, zurechtlegen. Die stehen da mit 6 defensiv orientierten Spielern im 16er und versuchen zu löschen, was brennt. Aber es gelingt halt nicht. Weil Bremen das auch mit viel Ballsicherheit löst. Selbstvertrauen, ja, ist halt immer noch da, trotz der Niederlage gegen Leverkusen. Plumpes Einsteigen von Velkovic. Trotz der Niederlage gegen Leverkusen ist da trotzdem noch Selbstvertrauen. Und warum denn auch nicht? Wie gesagt, das war eine Niederlage, die uns, glaube ich, ja, doch zum rechten Zeitpunkt kam. Ein mahnender Zeigefinger war die Niederlage gegen Leverkusen. Und heute, das ist wieder ein bestimmtes Zeichen von Werder, dass diese Ambitionen weiterleben, dass Bremen sich als Meisterschaftskandidat sieht. Saint-Maximin geht zu Boden, Elfmeter. Und den holt er auch mit seiner Dribbelstärke raus. Auch das muss man einfach so sagen, die gelbe Karte. Ja, Giovanni Simeone, der Stürmer, verläuft sich im eigenen 16er. Ja, den kann man geben. Den kann man geben. Und Joshua Sargent nimmt sich den Elfmeter. Aber verwandelt nicht. Das wäre eine schöne Geschichte gewesen, Joshua Sargent, wenn er den macht. Macht ihn aber nicht. Schade. Oh, dann macht er beinahe aber den rein. Bremen macht trotzdem weiter Betrieb da vorne. Also Sargent verschießt den Elfmeter. Allerdings hätte das jetzt nicht zur Entscheidung in diesem Spiel beigetragen. Das 2-0 war schon die Entscheidung in dieser Partie. Und wir haben gesehen, mit unserer Neuverpflichtung haben wir einen ballsicheren, sprintstarken Offensivdrang gewonnen in unserem Spiel, der uns weiterhelfen wird in den nächsten Wochen. Alan Saint-Maximin. Aber auch so war das, finde ich, eine starke Vorstellung von Werder. Das war abgebrüht, wie ich finde, eines Tabellenersten würdig. Du musst nicht jeden Gegner mit 5-0 nach Hause schicken. Aber du musst die Spiele relativ unangefochten gewinnen. Und genau das war heute der Fall, wie ich finde, gegen den VfB Stuttgart. So, und jetzt gucken wir nochmal, was mit Thilo Kehrer ist. Und dann beenden wir diese Folge für heute. Transferangebot für Augustinsson. Fiete Arps nicht in der Startelf. Sorry, aber war heute mal nicht drin. Es ist halt jetzt die Frage, ne? Sargent könnte man dann eher auch mal für Rashica einwechseln. Das ist jetzt die Frage. Wer ist jetzt im Sturm? Wer sagt, oder was sagt ihr, wer sollte da in den nächsten Wochen hinter André Silva vielleicht mehr Chance bekommen? Sargent oder Fiete Arp? Das ist, ja,
finde ich, eine Frage, die wir uns doch mal festhalten können. Das werde ich jetzt auch tun. Sergeant oder Arp hinter André Silva spielen lassen? Das ist die Frage. Aber erstmal Maxime. Alexandre Maxime spielt in Mainz. Monsieur Maxime, können wir ihn auch nennen. War ein guter Einstand von ihm. Rashica, auch der kann ja durchaus mal von Sergeant ersetzt werden, ne? Fiete Arp, wenn wir die beiden mal vergleichen, sehen wir, Sergeant ist schneller. Das ist eigentlich eine interessante Grafik. Sergeant ist schneller, schießt genauso gut, passt genauso gut. Was genau berechtigt Fiete Arp eigentlich eine 77 zu haben, wenn ich diese Grafik sehe? Dribbling. Aber ansonsten finde ich, ist Sergeant durchaus eine Möglichkeit. Ja. Finde ich, kann man sich auf jeden Fall mal warm halten. Mal schauen, wie lange wir auch André Silva noch halten können. Jetzt bitte, Thilo Kehrer, lass uns das doch noch unter Dach und Fach bringen, oder? Jesus Maria! Dankeschön. Dankeschön. 5 Jahre. Annehmen. So, und das basteln wir jetzt noch zurecht. Thilo Kehrer. Super. Lassen wir ihn von Anfang an spielen, ist die Frage. Ich finde ja. Ich finde, wir sind in der Position, dass wir auch für die nächste Saison schon die Weichen stellen müssen. Thilo Kehrer ist jetzt kein Backup-Spieler, finde ich. Und wir können da variieren. Kehrer Augustinsson. Kehrer kann ja alles. Der kann ja alles. Innenverteidigung, Rechtsverteidigung, Linksverteidigung. Deswegen spricht überhaupt nichts dagegen, ihn da jetzt mit zu etablieren. Und auch Luda Augustinsson zu entlasten. Wen lassen wir denn zu Hause? Schwierig, ne? Ja, ich find's schwierig. Ich find's sehr schwierig. Machen das mal so. Ja, Gebre Selassie vielleicht doch eher aussortieren, weil er nicht mehr die Rolle spielen wird. 3 Stürmer, 1 Mittelfeldspieler, 2 Verteidiger. 1 Stürmer müssen wir zu Hause lassen. Ja, es fällt mir echt nicht leicht. Ich will mit Sergeant was anfangen. Vielleicht müssen wir ihn dann doch noch verleihen. Vielleicht müssen wir Sergeant doch nochmal verleihen. Ist schwierig, ne? Ja, ist schwierig. Mal gucken, ob da noch was reinkommt, weil ihn zu verleihen ist, glaube ich, nochmal eine gute Sache. Komm, wir bringen das jetzt mal noch zu Ende hier. Nationaltrainer-Offerte. Nein, danke. Lehnen wir dankend ab. Und beenden die Transferphase. Mit einem Transferangebot für Florian Kainz. Nein. Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. So, bitte. Was habt ihr noch im Köcher für uns? Team Bembe. 75 Millionen zum BVB. Alle verrückt. Alle verrückt. Marcel Sabitzer für 40 Millionen zu Atletico Madrid. Ja. Ich steigere meinen vorherigen Kommentar und potenziere um 2. So, bringt's zu Ende. Bitte. Danke. Na. Komm schon. Will keiner mehr was von uns, weil dann lassen wir's. Stambouli und Rugani. Was will denn Stambouli bei den Bayern?
Ich nehme die gerade alle so ein bisschen... Ja, verwirrt zur Kenntnis, diese ganzen Transfers. Tja, gut. Nee, ne? Jungs. Dann war's das. Dann sind die Transfers jetzt vorbei. Und die Abstimmung Sergeant oder Transferangebot für Pavlenka City. Will Pavlenka hier. Pavlenka ist auch einer, den wir sowas von unbedingt halten müssen. Komm, am Ende der Folge werden wir nochmal ein bisschen organisatorisch. Wie lange läuft denn der Vertrag von Pavlenka noch? Nur mal, um mich abzusichern. 2 Jahre, 5 Monate. Verlängere ich gern. Ich habe mit ihm einen neuen Vertrag ausgehandelt. Das stimmt aber nicht. Naja, ich block das mal. Pavlenka ist ein Spieler, den wir auf jeden Fall irgendwie auch halten müssen, ne? Monster-Torwart, der Mann. So, für heute würde ich sagen, soll es aber erstmal gewesen sein. Und wir schauen mal, in welche Richtung das geht, ne? In der neuen Saison. Wir gucken ganz kurz nur auf den Kalender, damit ihr wisst, wie die Marschroute ist. Boah. Das ist voll. Der Januar ist richtig voll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spiele in 4 Wochen. Es ist halt jetzt der Standard, ne? Das ist jetzt der Standard. Also. Freiburg, Mainz, Schalke, PSV, Wolfsburg, PSV, Frankfurt, Mainz. 3 Wettbewerbe. Pokal, Europa League, Bundesliga. Wir stehen voll im Saft, Jungs. Wir stehen voll im Saft und haben richtig zu tun. Aber allein mache ich das ja nicht. Ihr seid ja auch mit dabei. In dem Sinne hoffe ich, dass es auch beim nächsten Mal so der Fall sein wird. Danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Das finde ich immer wieder beachtlich, dass sich das jemand wirklich so lange anschaut. Und es freut mich auch, wenn ihr schreibt, dass ihr die Videos cool findet und dass ich mit meinen Kommentationsambitionen ja auch beim einen oder anderen den richtigen Nerv treffe. Vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe, wir hören uns dann noch das nächste Mal, wenn es wieder heißt. FIFA 19 Karriere mit dem SV Werder Bremen. Danke fürs Zusehen. Mädels, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.